Support ist kein Mord. Ich habe mir was mega cooles überlegt. Das habe ich mir gestern Abend, kam mir das, der Gedanke so spontan in den Sinn. Und zwar habe ich mir so überlegt, weil ich schon so lange keine Verlosung mehr gemacht habe und mir die Polen-Vlogs wirklich so am Herzen liegen. Und ich weiß, ihr liebt diese Vlogs auch. Ihr fragt mich ständig, wann fährst du wieder nach Polen, wann fährst du wieder nach Polen? Jedes Jahr dasselbe. Deswegen habe ich mir was mega geiles überlegt. Und zwar habe ich gedacht, ich verlose etwas an euch, ja? Meine Lieben, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh Gott, ich hab's endlich geschafft, mich aufzuraffen. Boah, ich war so müde heute. Ich habe den Arsch nicht hochbekommen und eigentlich bin ich so platt, so kaputt, dass ich eigentlich heute einen Ruhetag bräuchte. Mein ganzer linker Arm tut weh. Also mittlerweile geht's, aber gestern Abend und in der Nacht, das tat so weh. Also so wie so ein Tennisarm. Also das ist richtig schwer, aber auch nur hier der linke. Ja, ich habe geschlafen, war zwar mehrmals wach in der Nacht, aber ich habe trotzdem geschlafen. Das hat mein Körper auch gebraucht. Ich war nach gestern fix und fertig und habe auch schon gefrühstückt. Wobei das Frühstück ein Brötchen und drei Baguette-Scheiben und viel mehr Aufschnitt als Brot und Brötchen. Fand ich schon ein bisschen... Oh mein Gott, warum ist das so dunkel? Fragwürdig, aber egal. Tee und Kaffee gibt es umsonst, also kann man sich jederzeit holen und das Frühstück ist dann halt im Kühlschrank, steht das halt bereit. Das heißt, ich kann frühstücken, wann ich möchte, halt mit meiner Zimmernummer. Ja, und das Frühstück kostet 15 Zlotte, also 4 Euro. Dafür finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen mau, obwohl alle gesagt haben hier, das ist in Ordnung so. Ist doch gar nicht so schlecht. Da denke ich mir so, okay, bin ich dann ein bisschen zu anspruchsvoll oder? Ja, keine Ahnung. Was kann ich euch noch sagen? Boah, irgendwas wollte ich... Oder genau, meine Hand tut weh, weil ich die Kamera gehalten habe mit der linken Hand. Oh ja, genau, wer mit der... Die rechte Hand tut nicht weh, nur die linke. Moment, ja, was steht heute an? Oder was wollte ich noch sagen? Ach, gestern, als ich noch reingegangen bin, das Tor war zu. Ich wusste gar nicht, dass da ein Tor ist. Ich habe es gar nicht aufbekommen. Ich dachte, ich komme da nicht rein. Und dann musste ich das Tor noch zumachen. Ich habe es gar nicht richtig zubekommen. Ich kann sowas nicht. Ja, aber ich habe es geschafft. Boah, ich war gestern so fix und fertig. Aber gestern, muss ich sagen, war einer der geilsten Tage ever. Ich bin gespannt, ob irgendwas noch den heutigen Tag, wie sagt man, toppen kann. Ja, mir tut schon die Arme wie von der Kamera halten. Ja, was wollte ich euch noch sagen? Ich hatte so eine geile Idee. Oh Gott, soll ich euch das jetzt sagen oder gleich? Weil hier ist gerade viel los. Ich bin jetzt auf dem Friedhof. Ich wollte kurz zum Friedhof gehen. Kurz Hallo sagen, weil das ist ja wie gesagt hier um die Ecke. Wäre ja doof, wenn ich das nicht ausnutzen würde. Ich will kurz Hallo sagen und dann geht's weiter, dann erzähle ich euch, wie es weitergeht und dann erzähle ich euch vielleicht meinen Plan. Vielleicht erzähle ich euch das jetzt nicht so am Friedhof, das wäre vielleicht nicht so optimal. Genau, also wir gehen jetzt erstmal Oma besuchen und dann geht's weiter. Ich hoffe, ich kriege das heute hin, wie ich mir das so vorstelle. Aber ich sag euch, ich bin so platt, ne? Eigentlich habe ich heute keine Kraft mehr, um irgendwas zu machen. Aber ich will es versuchen, weil ich will jeden Tag was unternehmen.
Ich merke auch, ich werde älter. Ich bin nicht mehr die Jüngste und ja, ich krieg das nicht mal so hin wie mit 20. So, Leute, da bin ich wieder. So, ich habe kurz meine Mutter getroffen. Sie geht nämlich jetzt zum Friedhof. Und ich gehe jetzt in den, ist das ein Kiosk? Weiß ich nicht, in so ein Geschäft. Kaufe mir 2 Tickets, 2 Wasser und 2 süße Teilchen. Genau. Und eigentlich habe ich gedacht, ich gehe kurz runter und sag Hallo. Aber ich habe ja jetzt meine Mutter getroffen und das heißt, ich fahre jetzt direkt weiter. Und zwar, soll ich sagen, wo es hingeht? Ich wollte in den Zoo. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerne in den Zoo geht, weil ich liebe es ja. Aber ich muss sagen, keinen, den ich kenne, geht gerne in den Zoo. Okay, ich wurde gerade etwas abgelenkt. Also keiner geht gerne in den Zoo, außer mir. Also ich kann niemanden dafür begeistern. Aber ist nicht schlimm. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, ihr fragt euch bestimmt, warum ich im Hotel schlafe und nicht da im Haus. Ich weiß nicht, habe ich euch das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein kurzes Feedback dazu, warum ich im Hotel schlafe. Weil ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Ihr wisst, mit dem Reisen war ja schwierig in letzter Zeit. Klar waren wir letztes Jahr in Polen gewesen, eine Woche. Obwohl Polen ist ja auch nicht so wirklich Urlaub, wie ihr wisst. Ja, und dann habe ich mir so gesagt, ich war schon so lange nicht mehr im Urlaub. Ich möchte ein bisschen Entspannung haben und Erholung haben. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe ins Hotel, damit ich mich auch ein bisschen ausruhen kann. Ja, Luxus ist das jetzt nicht unbedingt. Also Luxus wollte ich auch nicht, aber ein bisschen, ja, zum Entspannen halt. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil hier ist es so, so laut. Also ich wollte ein bisschen entspannen und ein bisschen Urlaub haben. So, deswegen habe ich mir das Hotel gebucht. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt nachvollziehen. Klar kann ich auch im Haus schlafen, aber da sind mit mir zusammen sind wir 7 Leute. Da ist es halt sehr laut, da ist halt viel Trubel, da sind halt viele Leute. Und ich möchte einfach ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen, ja, die Ruhe genießen, weil ich wohne ja auch alleine. Ich bin meistens immer alleine und ja, ich bin gerne alleine. Und ja, deswegen habe ich mir das Hotel gebucht. Das ist halt, wie gesagt, nicht weit, das heißt, ich kann jederzeit da hingehen. Dwa bilety do Chorzowa. Na 2 miasta, na 3. Na 3, ja. 3 złote. Nie, jeszcze coś. Co to jest tu? Serem, drożdżówka z serem. A to? Sali budynek. No to ten, a co jest to tam z tyłu? Chyba z budyniem. No to ten i ten. Osobno pakujemy? Nie, osobno. I potrzebuję, ma pani woda? Małą, dużą? 2 małe bez gazu. To na górze, jakby pani zaśmigła. No, a co to jest? A co tu jest w środku? Czekolada. No to ten coś jeszcze. 18 czy 90? Mhm. Stuff you never meet, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for granted. So, oh mein Gott, Leute, ihr habt's gesehen. Es ist so ein kleiner Miniladen. Ich habe extra gewartet, da standen so viele Leute davor und waren drin. Ich habe extra draußen gewartet, damit ich reingehen kann. Keiner drin ist, ich filmen kann für euch. Dann bin ich reingegangen, da war nur eine Frau drin. Da habe ich gesagt, komm, ist okay, ja.
Und dann habt ihr das gesehen, der eine Mann hat sich sogar vorgedrängelt, der hat die Kamera sogar gesehen. Und ich mir so, Alter, warte doch, bis ich fertig bin. Du willst doch bestimmt nicht mit auf die Kamera, habe ich mir nur so gedacht, ja. Und dann alle ohne Maske und das war richtig klein und richtig eng. Und, oh mein Gott. Und dann hab ich gedacht, Alter, stell dich doch noch mehr vor die Kamera. Aber nicht mein Problem, echt nicht mein Problem. Hätten die auch alle eine Maske getragen, hätte man sie nicht erkannt. Aber so, ja. Genau, was noch? Oh, ich kann hier durchgehen. Oh Gott, was sollte ich noch sagen? Ich habe mir jetzt 3 Teilchen gekauft. Einmal mit Käse, einmal mit Pudding, ein Schoko, Berliner, 2 stille Wasser und 2 Tickets für hin und zurück und habe 5 Euro bezahlt. So 20 Zloty circa. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin so fix und fertig. Ich weiß nicht, ob ich... Oh Mann, ey. Ich bin so kaputt. Ich weiß nicht, ob ich nicht heute doch eine Pause machen soll. Ich bin am Überlegen. Weil ich bin eigentlich fix und fertig. Oder ich gehe doch später nachmittags. Nee, ich muss jetzt gehen. Wenn ich jetzt runtergehe und mich hinsetze, kriege ich den Arsch nicht mehr hoch. Kennt ihr das? Ich bin jetzt so im Flow. Ich meine, ich sitze ja 40 Minuten im Bus, da kann ich ja auch noch mal entspannen. Ja. Also kennt ihr das, wenn ich jetzt runtergehen würde, mich hinsetzen würde, würde ich meinen Arsch nicht mehr hochkriegen. Das heißt, ich muss jetzt gehen. Leute, 45 Minuten später. Ich habe gerade noch an der Haltestelle gegessen. Oh mein Gott, ich bin so happy. Das Essen tat so, so gut. Ich hatte einmal diesen Puddingteilchen. Einer war mit Käse, einer mit Pudding und diesen Schoko-Berliner. Da war ja, der war zwar, oben war die Schokolade geschmolzen, aber innen drin war noch Schokolade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so lecker. Das hat mich so glücklich gemacht. Dann noch das mega geile Wetter. Es ist der wärmste Tag im Oktober. Wir sind nämlich im Herbst. Und es sind 24 Grad mal eben, ja. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Zudem, da ist übrigens der Freizeitpark, wo ich letztes Jahr war. Dieses Jahr wollte ich auch hingehen. Eigentlich wollte ich da heute hingehen. Aber im Oktober hat der Freizeitpark zu und öffnet nur am Wochenende. Ja, das heißt... Am Freitag öffnet der Park wieder. Deswegen gehe ich heute in den Zoo, weil der Zoo hat heute geöffnet. Aber wo ist denn der Zoo? Boah, wo war denn das? So, Leute, ich habe es gefunden. Ich muss die Treppe runter und auf die andere Seite. Ich habe die Frau gefragt. Sie hat es mir erklärt, aber ich brauche jetzt ein Päuschen. Oh mein Gott, ich bin so erledigt. Kann ich euch gar nicht erzählen. Ich habe heute echt keine Kraft. Keine Kraft. Aber wir ziehen das trotzdem durch. So. Setzen wir uns in den Schatten. Genau, sie hat gesagt, hier bei der Giraffe. Könnt ihr die sehen? Hier ist die Giraffe. Da ist der Zoo. Übrigens, wir waren schon mal im Jahr 2017 im Zoo. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Und ich verlinke euch das Video auf dem i-Punkt. Da könnt ihr euch das gerne anschauen. Das war vor 4 Jahren. Genau. Und ihr findet alle Playlists von diesen Polen-Vlogs in der Infobox. Von diesem Jahr sowie aus den anderen Jahren. Falls ihr sie verpasst habt, noch nicht gesehen habt, schaut vorbei. Dort gibt es Vlogs. Ab 2015 kam jedes Jahr ein Vlog. Müsst ihr euch anschauen. Die sind alle mega klasse. Ich muss euch sagen, hier ist echt viel los heute. Aber kein Wunder, heute ist mega geiles Wetter. Ab morgen
soll es wieder ein bisschen kälter werden. Ab morgen soll es wieder regnen, also 2 Tage Dauerregen. Da kann man nichts machen. Deswegen muss ich den heutigen Tag ausnutzen, ja. Und mir kommen gerade so viele Leute immer. Also meine Energie, ne? Immer wenn ich die Kamera raushole, so viele Menschen sind um mich herum. Und wenn ich sie wegpacke, ist keiner da. Jedes Mal. Das ist echt meine Energie. Und dann glotzen die mich noch an und gucken mich an. Und ich mir denke, soll ich euch auch mal so anstarren? Dann wisst ihr, wie es ist. Ja, das nervt mich einfach. Aber nee, eigentlich wollte ich was anderes sagen. Und zwar, was ich schon vorhin erwähnen wollte. Nämlich, Support ist kein Mord. Ich habe mir was mega Cooles überlegt. Das habe ich mir gestern Abend, kam mir der Gedanke so spontan in den Sinn. Und zwar habe ich mir so überlegt, weil ich schon so lange keine Verlosung mehr gemacht habe und mir die Polen-Vlogs wirklich so am Herzen liegen. Und ich weiß, ihr liebt diese Vlogs auch. Ihr fragt mich ständig, wann fährst du wieder nach Polen, wann fährst du wieder nach Polen. Jedes Jahr dasselbe. Deswegen habe ich mir was mega Geiles überlegt. Und zwar habe ich gedacht, ich verlose etwas an euch, ja? Ich verlose eine Überraschungsbox. Ich werde mir noch was überlegen. Ich werde meine Lieblingssachen, zum Beispiel Essen, also Food oder Beauty, also so Pflegeprodukte, die ich gerne mag, aus Polen, werde ich euch was zusammenstellen. Also so eine schöne Box, da werde ich mir noch was überlegen. Also ich werde eine schöne polnische Box für euch zusammenstellen und einer von euch kann diese Box gewinnen. So, jetzt fragt ihr euch, was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Und zwar habe ich mir so überlegt, es wandert jeder im Lostopf. Ihr müsst einfach nur, also dass Support kein Mord ist, ja, geben und nehmen. Habe ich mir so überlegt, jeder kann mitmachen. Also jeder von euch, also ihr müsst, ich habe mir das überlegt, jeder Vlog aus Polen, also die Playlist findet ihr, wie gesagt, in der Infobox von diesem Jahr, vom ersten Vlog bis zum letzten Vlog, ihr müsst, klingt immer so doof, also ihr könnt, es wäre schön, wenn ihr jedes Video aus dieser Polen-Vlog-Reihe von 2021 kommentieren würdet. Also ein Kommentar pro Video und alle, also ich werde mir notieren, wer jedes Video kommentiert hat, landet im Lostopf, wenn alle Polen-Vlogs kommentiert wurden. So. Genau, aber da ihr die Vlogs ja sowieso schaut und sowieso kommentiert, ist das ja keine zusätzliche Arbeit für euch. Wisst ihr, also das ist so ein kleines Dankeschön an euch. Deswegen alle Polen-Vlogs kommentieren und jetzt keine Emojis und auch nicht schönes Video, tolles Video, sondern damit ich sehe, dass ihr die Polen-Vlogs gesehen habt. Ihr müsst jetzt keinen Roman schreiben, aber so ein Zeiler reicht aus. Aber dass ich sehe, dass ihr den Vlog auch gesehen habt, dass ihr etwas dazu schreibt, was Sinnvolles, einen sinnvollen Kommentar, sag ich mal, aber jetzt auch kein Roman, ja? Und jeder, der jedes Video kommentiert hat, landet im Lostopf. Das heißt, ihr könnt noch, ich weiß nicht, welcher Vlog das sein wird, auf jeden Fall, wir sind noch am Anfang des Polenurlaubs, habt ihr noch genug Zeit, auch die vorherigen Vlogs zu kommentieren, wenn ihr das nicht schon getan habt, ja? Ich denke mal, ihr habt schon die Vlogs alle kommentiert und ja. Und ansonsten alle Vlogs, die noch kommen, werden kommentieren. Und dann gucke ich, werde ich noch ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder so verstreichen lassen. Und dann gucke ich, wer alles kommentiert hat. Und die landen dann halt im Lostopf. Ich denke, das werden nicht mehr so viele sein. Ja, vielleicht ja doch. Ich weiß es nicht. Und dann gewinnt ihr eine prall gefüllte Box aus Polen. Ist das nicht gut? Ihr könnt mir ja sagen, wie ihr die Idee findet, ob ihr die gut oder scheiße findet. Aber ja, genau. Und jetzt mache ich noch ein Päuschen und dann geht's in den Zoo. So, hello meine Lieben. 20 vor 3, ich bin endlich da, ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt hier die Fenster auf. Ich sag nur, das war wohl nix, ein Satz mit X. Habe ich es in den Zug geschafft? Nein. Ich saß da fast 2 Stunden auf der Bank und konnte nichts machen. Ich so, am liebsten würde ich mich jetzt auf diese Bank hinlegen und ein Nickerchen machen. Ich konnte nicht mehr. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in den Zoo oder fahre ich zurück? Dann bin ich zurückgefahren, also nochmal, also habe auf dem Bus erstmal gewartet, 10 Minuten, dann nochmal 45 Minuten in den Bus zurück. Dann habe ich so gedacht, gehe ich ins Hotel, ist näher oder gehe ich zu den anderen? Und dann war ich so ein Struggle mit mir. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich so, boah, ich kann nicht mehr. Eigentlich würde ich mich gern hinlegen, das heißt, ich gehe ins Hotel. Weil da hätte ich mich zwar auch hinlegen können, aber ich wollte jetzt hier meine Ruhe haben, ein bisschen Fernsehen gucken und mich hinlegen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn es mir dann gleich besser geht, dann kann ich ja immer noch rübergehen. Ist ja nicht weit, ne?
Ja, und dann habe ich, also hier unten drunter ist ja auch dieser Saal, da haben die gerade so aufgeräumt oder irgendwas gemacht, keine Ahnung. Und dann bin ich hier hochgegangen und hier sind vier Zimmern mit meinem. Und die Schlüssel, also ich habe heute Morgen Koffer gesehen und die Schlüssel sind bei allen drei, waren die Schlüssel noch drin, ne? Und ich war neugierig, wie die Zimmer aussehen. Ich so, soll ich mal gucken gehen, wie die aussehen? Ich war immer so neugierig, ne? Weil alle Zimmer sehen ja nicht gleich aus. Oder ich so, ne, kannst du doch nicht machen, ne? Ich so, aber ich will ja nur gucken. Und wenn die Schlüssel draußen sind, sind ja anscheinend alle ausgecheckt, ne? Dann gucke ich erst in das eine Zimmer. Und auf einmal kommt da so eine Frau raus, also aus dem anderen Zimmer. Und ich so, nein, ich dachte, da wäre keiner. Und dann sage ich so der Frau, ja, ich wollte mir ja nur die Zimmer hier angucken, weil ich so neugierig bin. Ich so, ich habe kein Problem, ne? Und da habe ich gesehen, da wo ich geguckt, was war das? Also direkt, nee, so schräg gegenüber sind drei Betten drin. Also mir auch erzählt, dass da immer die Sonne ist, dass da sehr warm ist und ich bin halt auf der Schattenseite. Deswegen ist es hier immer so kalt, weil hier keine Sonne reinkommt. Und dann habe ich sie gefragt, ob das ihr Zimmer ist, ob die da wohnt. Weil es ist ja doof, wenn da jemand wohnt, dann würde ich da niemals reingehen. Sie so, nein, nein, sie räumt und putzt die Zimmer nur auf. Ich so, ah, okay, weil die sah jetzt nicht so wie eine Reinigungskraft aus, sagen wir mal so. Und dann habe ich mir das Zimmer dann da angeguckt. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das aussah, wo die drin war. Naja, aber das Zimmer gegenüber von mir, das fand ich am schönsten. Das fand ich sogar noch schöner als meins. Das waren zwei Betten, aber so an der Seite. Also so, ja, weil ich hatte ein großes Bett, aber da waren so zwei Einzelbetten. Das fand ich irgendwie schöner, das Zimmer. Das hat mir gut gefallen. Ja, und unten sind auch noch mal Zimmer. Genau, aber da meinte sie, da wohnen Leute. Ich so, ach ja, ich wollte ja nur gucken, ne? Und dann fragt sie, und sie bleiben lange, ne? Sie so gesagt, ich so, ja, mal sehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber die war halt sehr nett. Und ich so, scheiße, die hat mich richtig ertappt und erwischt. Ich einfach mir die Zimmer anschauen wollte, aber war ja kein Problem. To think you wouldn't be so reckless. I keep on pretending, I know we better. So, Leute, hier ist das Licht besser. Hier könnt ihr mich gut sehen. Ich wollte mich von euch verabschieden für heute. Das war's mit dem Vlog. Ach so, scheiße, es ist wieder dunkel. Oh no. Naja, egal. Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch, die Glocke aktivieren. Kommentieren, ganz, ganz wichtig. Und bis morgen. Genau, morgen geht's weiter. Tschüssi.